Moin, Gänse, FIFA 2, das Back am Start mit einem weiteren Video auf meinem Kanal. Damit herzlich willkommen heute zu einer weiteren Player Review und heute geht es, wie ihr schon erkennen konntet, um Riyad Mahrez, meine lieben Freunde. Ja, Jungs, er auf alle Fälle mit 84 Pace, 78 Schuss, 84 Passen, einen krassen Wert von 90 Dribbling, leider nur 58 Physis, ein Team of the Week für ca. 55k zu bekommen. Dazu hat er die 5 The Skills und die 4 The Weak Foot und Mittel Arbeitsreihen. Ich würde mal sagen, das geht auf alle Fälle ganz klar hier um ihn drum. Warum haben wir ein ganz gutes Team gebaut hier mit seinen Teamkameraden Amate und leider Simpson, der eigentlich mit die beschissensten Werte für einen Rechtsverteidiger hat, aber leider musste man auf ihn setzen hier mit Kedira Scream mit Strakosha Inform und Werner und Bruma und Hamsik Walkout, meine lieben Freunde. Ich bin mal gespannt, wie wir uns mit dem Team so schlagen werden, wie sich Mahrez schlagen wird und ich würde sagen, wir gehen hier rein zum Gegner. Die Mannschaft unseres Gegners, wir spielen hier gegen eine Non-Rare-Mannschaft mit 90 Chemie am Ende. Ich bin mal gespannt, wie wir uns damit Mahrez schlagen können und würde sagen, beginnen wir rein ins Match. Jetzt. 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 Jetzt, Mahrez spielt in die Mitte und da vergeigtes Hamsik. Wie kann man den denn nicht machen, Jungs? Erste richtig, richtig gefährliche Aktion hier. Mahrez behält die Übersicht für Hamsik und der vergibt das Teil dann am Ende. Sauber. Zack. 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 Werner, Mahrez und der macht es nicht, sondern Werner macht es am Ende. Schöne Passkombination hier unserer Mannschaft. Mahrez scheitert hier leider am engsten Raum aus Spitzenwinkel am Keeper, aber unser Captain Timo Werner haut das Ding hier am Ende zum 1:0 zur Führung rein. Ja, da hat der Verteidiger noch abgefälscht. Da steht's auf 2:0. Schöne Passkombination. Mahrez hat lieber auf außen gegammelt, obwohl ich ihn eigentlich in die Mitte geschickt habe. Aber Positioning scheint aus irgendeinem Grund nicht seine Stärke sein. Wahrscheinlich widerspreche ich mich ja selbst durch die Ingame-Stats, aber irgendwie scheint Positioning echt nicht so seine Stärke zu sein. Oh. Oh, da macht der Gegner es 1:2. Absolut verdient, weil ich schlecht bin. Spieler des Spiels ist aktuell Timo Werner. Ich bin mal gespannt, ob Mahrez auch noch in der zweiten Halbzeit richtig durchdrehen kann und bin gespannt, wie es weiterlaufen wird. Enge Flanke und Mahrez ist da, aber leider hat es nicht ganz gereicht. Mahrez setzt sich hier ganz gut durch mit seinen 58 Physis für Kedira. Dabei geht auf Bruma und er haut es 3:1 hier raus. Also in Sachen Passkombination ist Mahrez dann wiederum doch am Start und hat sich hier gegen seinen Außenverteidiger Gegner durchgesetzt. Oh. Oh, wow, wow. Jetzt ist er durch und das darf er sich nicht nehmen lassen und natürlich ist da noch irgendein Gegenspieler da. Das ist doch klar, Jungs. Ach Gott, yo. Und dann geht so einer rein, ganz locker flockig. Ist egal, wer die bessere Mannschaft ist. Hauptsache, der Gegner schießt das Tor. Sauber. Pestic, komm. Komm. Du hast doch das Pace und du hast auch den Schuss. Aber wieder ist irgendeiner da. Mit der Übersicht für die Nummer 15 und die scheitert leider. Schade. Wieder gute Aktion. Jetzt die Nummer 11. Mahrez bringt den Ball hier rein und dann schießt er den Ball leider nur am Pfosten. Schade. Jetzt nach einer Zeit Mahrez immer besser im Spiel, kann sich allerdings selbst nicht belohnen und Kedira haut so einen raus. Ey, Elfmeter! Da holt er wenigstens zum Abschluss nochmal einen Elfmeter raus. Riyad Mahrez. Und das wird jetzt ganz interessant, ob wir diesen Elfmeter verwandeln können. Den darf natürlich nur einer schießen. Machen wir diesen Elfmeter rein. Und wir machen ihn rein. 86. Spielminute, nachdem Riyad Mahrez erst den Elfmeter durch sein Sperren rausgeholt hat, verwandelt er ihn am Ende. Eiskalt selbst macht dir das 4:2 und zeigt wenigstens, dass er da mehr Nerven hat.
dieses Spiel hier auch vorbei. Riyad Mahrez konnte am Ende sich selbst noch einen Elfmeter rausholen. Mehrere eigentlich gute Vorlagen spielen, aber ihr könnt es hier sehen, es hat am Ende leider nur für ein Tor gereicht. Zu ihm kann man auf jeden Fall sagen, sein Stellungsspiel schwankt manchmal zwischen Genie und Wahnsinn. Manchmal steht er perfekt, manchmal auch nicht, aber dafür ist seine Beweglichkeit und natürlich sein Dribbling enorm krass, sein Schuss. Naja, den konnte ich ja nicht so krass ausprobieren, da leider immer Verteidiger mit reingesprungen sind. Alles in allem würde ich trotzdem sagen, er ist ein ganz guter Spieler. Ich weiß aber noch nicht so ganz, ob ich den jetzt unbedingt weiterempfehlen müsste für irgendeine Mannschaft. Ihr müsst ihn vielleicht selber mal ausprobieren, aber ich kann sagen, ich habe mit ihm ein Tor gemacht. Er hat sich ganz gut gezeigt, hat leider nur 58 Füße, hat man auch in einigen Phasen des Spiels gemerkt. Aber ich würde trotzdem sagen, Jungs, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Check gerne einer meiner letzten Player-Videos oder anderen Videos aus. Damit würde ich sagen, ich bin raus. Euer FIFA-Sweater abonnieren und liken nicht vergessen. Haut rein und ciao.